Bielefeld und mehr. Und jetzt, am Abschluss meines Rundganges durch Olderdissen, bin ich hier am Bibergehege. Und da ist der Biber, hier am Futterplatz. Da läuft er. Und verscheucht die Vögel von seinem Futterplatz. Aber die Schalen sind leer. Kommt der Biber vielleicht zu spät und die Vögel haben ihm schon alles weggefressen. Ja, da unten ist er. Tut mir leid, aber die Schüssel ist leer. Da nagt der Biber an dem Stamm da vorne. Und taucht weg und macht sich einen Spaß daraus, auf diese Weise die Enten zu jagen, indem er an sie herantaucht. Der Biber taucht weg und die Enten bringen sich in Sicherheit. Sie wissen ja nicht, wo er wieder auftaucht. Ja, hier schwimmt der Biber seine Runden. An dieser Stelle noch viele Grüße an den jungen Mann, der mit seiner Familie hier im Tierpark war und mich vorhin am Bärengehege auf meinen YouTube-Kanal angesprochen hat. Ich denke, er weiß, dass er gemeint ist. Er hatte gesagt, wir sehen uns dann im Stadion. Okay, das war's für heute aus dem Tierpark Olderdissen. Ich hoffe, euch haben die Tieraufnahmen gefallen. Bis zum nächsten Mal. Und in ungefähr 4 Wochen hat Arminia das erste Heimspiel gegen Dortmund 2. Da werde ich natürlich auch im Stadion sein. Das erste Spiel in der neuen Saison ist allerdings ein Auswärtsspiel. In Cottbus, soviel ich gelesen habe.
Auf diesem Kanal gibt es auch noch viele andere interessante Videos, hauptsächlich zu Arminia Bielefeld und zu den Bielefelder Sehenswürdigkeiten.